Das war eigentlich so bei Minecrafts euer dickster Fail direkt am Anfang, also als ihr es erstmal gespielt habt. Stein abgebaut mit der Hand. Klar. Ich habe ich Christian, auch weißt schon, du ja. noch? Christian, weißt du noch meinen? Nee. Also, ich hatte damals, als ich Minecraft gespielt hatte, hatte ich schon gesuchtet. Irgendwann finde ich so einen Diamanten. Ich denke mir so, geil, ich habe einen Diamanten, was mache ich jetzt damit? Ich habe so ein bisschen im Wiki nachgeschaut. Geil, es gibt einen Plattenspieler. Außer dir. Ich glaube, das ist ein Plattenspieler, aber ist mir gefallen. Warte mal, du brauchst noch eine Platte. Also, ich habe jetzt Melonsamen, ich habe Weizen, Kartoffeln, Karotten, Rote Beete, Zuckerrohr. Mir fehlt eigentlich nur noch Kürbis. Kürbis habe ich. Irgendeiner Kämpft hat doch an drum. sein Mikro. Ich bin immer zur falschen Zeit am richtigen Ort. Christian, wo bist du eigentlich jetzt? In der Mesa. Also sind wir quasi Nachbarn oder wie? So gut wie. Nee, aber Christian, worauf ich eben hinaus wollte. Ich habe so ein schönes neues Challenge-Modpack gefunden. Kennst du schon Project Ozone 2? Wie heißt das? Project Ozone 2. Nein. Oh. Du kennst auch hier diesen EMC-Mod, ne? Wo du für jedes Item so eine MC-Zahl hatte. Zum Beispiel Cobblestone 1 und dann kannst du C64 Cobblestone gegen ein Eisen bauen oder sowas umtauschen. Ja. Der ist auch da drin. Der wird. Den musst du. Oh Der baut Gott. wirklich auf diese Infinity-Ingots aus. Die kennst du aber, oder? Ja, klar. Ohne Spaß. Der hat drei verschiedene Härte gerade. Also wie halt Normal Mode oder Expert Mode. Da gibt es Normal, Titan und Kappa. Ohne Spaß, Kappa. Das ist vom Teufel höchstpersönlich gemacht. Christian, Rezept für einen Pisten. Du brauchst 3 Holz, 4 Cobblestone, ein Eisen und ein Redstone. Ja, weißt du, wie das bei diesem Modpack ist? Du brauchst 4 kompresste Cobblestones, also 36 Cobblestones für einen Piston, Boah. 3 Holz, ein Eisenbarren und ein Eisenbarren, der mit 8 Redstone ummantelt wurde und dann noch gebraten wurde. Wow, voll What? unnötig. Voll unnötig. Es ist halt wirklich so ein Modpack, das eigentlich nur spielt, um mal auf die Fresse zu bekommen. Schon wieder ein Crafting Table. Ich klaue hier jetzt jeden Crafting Table, den ich in der Gegend sehe. Hier lag ein Sandstück rum. Ich bin in der Nähe. Es ist noch warm. Aber Christian, was dir gefallen könnte, Magical Crops kennst du ja noch, ne? Ach klar. In diesem Modpack haben die noch 2 weitere Seeds hinzugefügt. Einer ist ein bisschen uninteressant, Elektroteilen. Es ist billig. Und Nether Star Seeds. What the fuck? Du kennst doch sicher noch den Server, den wir mal hatten, ne? Sky Factory. Ja. Den habe ich für immer noch. Echt? Theoretisch könnte ich dir jetzt noch auf meinen Server mitlaufen lassen. Ja gut, damit du dann wieder, damit ich nur noch ich drauf spielen kann und du wieder abkackst. Oh, stimmt, da war ja was. Ja gut, da würde ich meinen Laptop benutzen. Wie gesagt, mir ist es egal. Wie schön, dass ich heute die Instanz davon gelöscht habe. Was? Wir haben jetzt echt knapp Mitternacht und ich bin immer noch im Schwitzen, bis zum geht nicht mehr. Ja, voll brutal. Würde ich für jedes Mal verlaufen ein Dia bekommen, wäre ich jetzt voll Dia. Ich habe echt keinen Plan Was mehr, wo ich stecke. soll ich sagen, eben zu meiner Aktion im Mesobiom? Ja, okay, dort ist keine Zielrichtung. Ich habe mich schon von meinem Zuhause 10-mal verlaufen gefühlt.
Naja, ich hatte Koordinaten und selbst damit habe ich es verkackt. Da sind Berge, sieht schon mal gut aus. Ah, ich will eine Elytra. Koordinaten, apropos. Warte mal, dann laufe ich ja falsch. Also Christian, sorry, da muss ich jetzt mal kurz durch, aber kleine Geschichte mal so nebenbei. Vor 3 oder 4 Jahren war Christian mal bei mir zu Hause zur Gamescom. Schön bei mir gepennt, schön Mittagstisch. Und wir so ganz gemütlich am Essen, auf einmal kommt Christian an. Deutsch, kannst du mir bitte die Soße geben? Meine Eltern gucken den vom Thema her. Was hast du gerade gesagt? Komm schon, die Blicke waren so geil. Die waren auch geil. Also, Ups. okay, wir werden jetzt Rezept angezeigt für Cobblestone oder wie? Zum ersten Mal Cobblestone in der Hand gehabt. Ich habe zwar 6-6 in der Truhe, aber auch gut. Aber ohne Spaß, Christian. Dieses Modpack, was ich dir eben erzählt habe, das müssen wir mal zocken. Vor allem kannst du da Magical Crafts auch noch so ausreizen mit Agricraft und so und weiter, dass du aus einem Seed 4 Zinsen kriegst. Das Krasse ist, das habe ich dann mal so ausgereizt, dass ich das auf den Server gezogen, gehe dann schön in meinem PC drauf, also mit meinem Client und so weiter. Was passiert? Vielleicht sollte ich ein bisschen umbauen. Ich hab keinen Bock, so mit 4 FPS zu zocken. Habt ihr jetzt alle schon ein Bett? Nein. Okay. Welchen Shader? Ich verwende den Zeus Ultra. Glaube ich. Ja, tue ich. Wie macht man Teppich? Achso, nur mit zwei Wolle. Ach so. Ja. Ach so. Und jetzt, wo ist mein Lama? Haha. Komm her. Und jetzt kann ich den. Okay. Das ist unnötig. Man kann Was Lamas denn? echt nicht reiten, selbst wenn du den scheiß Dings anziehst, einen Teppich. Sag ich doch, die sind einfach nur zum Truhentragen und so weiter da. Oh, voll unnötig. Und wie kannst du die dann immer von A nach B befördern? Leine. Du musst die füttern und ich glaube, dann laufen sie dir schon hinterher. Nee, ich meine, das war mit einfach nur alleine dran und ziehen. Boah. Oh, ist ja räudig. Und Joe, wo bist denn du eigentlich? Du bist jetzt auch wieder 10 Milliarden Kilometer weit weg, oder? Okay, ich nehme das als Ja. Jetzt habe ich eigentlich ein Bett nach 3 Jahren.
Adventure Time. Es sind Achievement, du musst jedes Bioma gesehen haben. Ist ja doch auch lustig. Ja, 36 gibt's inzwischen. Ja gut, drei davon sind glaube ich Ozeanbiome, oder? Boah, kann sein, dass es verschieden, keine Ahnung. Christian. Nein. Gerade mal, was ich unter meinem Haus gefunden habe. Minenschacht. Aha. Was ist das denn? Scheiß Minenschacht. Hey, ohne Spaß. Ja gut. Hier ist eine Spalte. Ich habe noch nie einen beschisseren Minenschacht gesehen, ne? Er geht drei Blöcke und dann ist er zu Ende. Gefühlt ja. Du kennst auch hier diese Kreuzungen da, diese Holzsäulen da, ne? Ja. Genau sowas habe ich gefunden, hier mit drei Schienen, ne? Dann musst du ein paar Wände durchbrechen. Ja, ich habe schon ein bisschen durchgebohrt. Hier ist nichts mehr. Unter mir ist nichts mehr, über mir ist nichts mehr, links, rechts. Vor mir ist nichts mehr, hinter mir ist nichts mehr. Wie bist du? 25. Okay. Hast du verkackt. GG. Dommel findet mal wieder. Aber es hat sich wieder bestätigt. Ich habe wieder eine Mine. Die Mine ist zwar scheiße, aber es ist nebensächlich. Jetzt die ganze Zeit die Musik an. Was? Von dir habe ich nichts gehört. Oh Gott sei Dank. Oh Mann, weil man macht das ganze Ding ja über die Probleme dort. Dieses Fortstehen will überhaupt nicht funktionieren. Ich muss das. Ach so, über Shader. Ja, über Optifine klappt es plötzlich nicht. Mhm. Und ich installiere das. Jetzt habe ich alles nochmal richtig runtergelöscht. Ja. Mach jetzt gerade. Ich habe es gerade nochmal neu gedownloadet. Jetzt mache ich es über die. Installiere jetzt nochmal Optifine. Und mal sehen, ob es jetzt klappt, ey. Und ich wüsste, ob die Feinde es damit haben. Ja, kann ich immer noch da vorne. So, jetzt habe ich auch eine unendliche Wasserquelle. Muss ich. Ich komme jetzt aber nur noch auf 12 runter, dann bin ich raus. Welches Level seid ihr, circa? 11. 9. 30. Okay, ich bin 19. Ja gut, ich fange auch jetzt erst ab, jetzt schon drin meinen und sowas, ne? Ja, es geht übel schnell in meinen. Ich meine einmal Kohle, Eisen ja sowas eingeschmolzen. Ja. Redstone, Lapis. Was mache ich hier, ey? Was ich immer noch so geil finden würde, ist, wenn es sowas wie ein XP-Tank geben würde. Ja, das ist. Oder einfach. Oder dass du es halt in so Flaschen oder so umfüllen könntest. Ja, zum Beispiel einfach so richtig auf dem Zaubertisch oder so eine Scheiße. Ja, genau. Und von mir ist auch einen neuen Tisch machen, Hauptsache man hat irgendwas. Das gibt's doch nicht, ey. Herr Victor, wenn ich normalerweise Optifine installiere, ne? Mhm. Dann müsste doch automatisch so ein Shader Ordner entstehen, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das mit Optifine kommt. Normalerweise ja. Warum will das bei mir nicht funktionieren? Bist du auf den richtigen Benutzer? Das ist also wirklich 1.12 und ja, ja. Optifine ja, auch draufsteht? Steht bei ja, dir auch Optifine drauf oder ist da einfach nur 1.12? Ja, das ist es halt eben, wenn ich, selbst wenn ich Optifine installiere, also ich habe es mir jetzt von mir diversen Seiten gedownloadet und mal ausprobiert, aber bei du keinem musst, steht bei mir dann. Machst du das auch mit Rechtsklick öffnen mit Java? Das ist halt immer eine JAR-Datei. Und ich öffne dann die
Jar. Und ja, dann kommt automatisch dieses Fenster, wo dann drauf drückt, entweder Extract oder Install. Mhm. Und dann steht da successfully installed. Okay. Und Minecraft ist bei mir aus, weil sonst wird es nicht klappen, das wäre ja Schwachsinn. Dann habe ich keine Ahnung. Ich bin auf Höhe 17, ich finde wieder Kohle und Eisen. Das sind so diese Momente, wo man sich denkt, danke Minecraft. Ja, richtig. Hi, tobizocker_.de. Und? Ja, perfekt. So, langsam habe ich auch wieder was zu essen. Ich erinnere mich auch gerade nur so vom Fahren ein paar Kartoffeln. Karotten. Ja, du hast ja wenigstens alles gefunden. Ich habe halt gar nichts. Ich habe mich sogar von Pilzsuppen ernährt gerade. Ja, Pilze brauche ich noch. Ja, habe ich beide. Aber ich will auch nur einen haben, dann baut mir wieder so eine Pilzform. So mit Bone Meal, so einen Raum. Das war ja nur, glaube ich, ein 7x7x7 Raum. Ich verstehe nicht mal, wie Pilzfarme funktionieren, genau. Das war einfach nur ein 7x7 Raum, also ja. 7 breit, 7 hoch, ja. 7 tief. Jeweils in zwei Ecken, oben links und unten rechts zum Beispiel, eine Fackel. Mhm. Dann können keine Monster spawnen. Und in die Mitte kannst du dann trotzdem noch einen Pilz setzen. Ja. Bommel draufklatschen, dann wird daraus so ein ganz großer. Ah. Oh. Und die kannst du dann halt einfach abfahren mit der... Ach so, okay, ja, so eine manuelle, aber nicht die, die AFK wächst. Ach so, nee. Okay. Aber ja gut, halt für Tränke ist sowas super. Ja, klar. Auch wenn ich mir wünsche, man könnte bald mal den roten Pilz für was mehr verwenden. Ja, für Drogen, Mushrooms. So. Gab es da bei Minecraft irgendwie beim Browser, beim Launcher irgendeinen Befehl, den man machen musste? Custom irgendwie oder sowas? Nein, eigentlich nicht. Weil selbst wenn ich jetzt ein neues Profil öffne, steht dann unten links immer 1.12 und nicht irgendwie Optifine 1.12 oder so. Ja, das soll halt Optifine 1.12 sein. Guck mal den Benutzern, ob da. Ich hab ja jetzt alles wieder entfernt und nochmal neu gemacht. Mhm. Gut. Höhe 12. Oh, Enderman. Mit roten Augen? Ach, wegen Shader wahrscheinlich. Was für ein Texture Pack benutzt du eigentlich? Vanilla. Ich kein Texture Pack. Ja, ich auch nicht. Oh, ich finde das einfach weg. Selbst wenn du dann einen normalen Shader drauf hast und Vanilla zockst, das sieht es einfach nur genial aus. Ja. Du brauchst dann immer nicht so einen Shader. Also wie halt bei den Zählern wirklich nervt, ist halt diese Dunkelheit immer. Oh, fast gestorben. Nicht nochmal. Oh, halbes Herz. Boah, zum Glück ist die Explosion aus, ey. So viele Löcher, wie ich jetzt schon reingemacht hätte. Ich glaube, ich mache mal ganz schnell ein Gehege. Für ein paar Tiere. Ja, hab ich schon. Ich züchte mir Hühnchen. Ach, die sind alle noch so klein. Klein und unschuldig. Hey. Hofbaum von Tesi. Tessi. Guten Abend. Das kriege ich nochmal ein Hühnchenscheiß. Was kann man mit Rotten Flesh anfangen? Ich glaube, Hunden kann man das ja geben, ne? Ja, ich glaube, das ist auch schon bald der einzige Nutzen. Tust du mir einen Gefallen? Oh. Live um Gefallen bitten, alles klar. Freundschaft plus plus. Boah, im Shader liebe ich so den Meeresausblick. Tusch? Jo. Mal so eine Frage.
Nana hat ja heute gefragt wegen dem Projekt, ob sie da noch eine Frage stellen könnte. Kannst du darüber reden oder eher so weniger? Hä, wie nochmal was? Ja, Nana Gaming hat auch heute so vor dem Projekt schon nochmal gefragt, ob sie... Ach so, oder... ja, mit dem habe ich nochmal kurz gequatscht davor. Weil der nicht wirklich, der hat irgendwie nicht mitbekommen, was wir alles in die Gruppe geschrieben haben. Ach so. Und deswegen wollte nochmal aufgeklärt werden, wie das alles abläuft. Ach so, ich habe schon gedacht, dass da irgendwie eine Scheiße gelaufen wäre oder sowas. Hm. Schaust du dir den Clip an und sagst dann deine Meinung. Sieh dir diesen Clip an, Ausrufezeichen. Der Tessie streamt Minecraft. Und dann Link dazu. Ja, den gefallen... Seriös. Den gefallen tue ich dir heute nicht. Vielleicht morgen. Ja, vielleicht. Jo, ich bin jetzt gerade so ahnungslos, was ich jetzt, wie ich weiter vorgehen soll. Ha, Danny ist wieder da. Hat keine Verbindung und 17 Devs. Ja, so muss das. So muss das, mehr braucht man nicht. So, weil ohne Essen will ich jetzt eigentlich nicht runter in die Höhle. Dann solltest du doch erst recht runtergehen. Passt recht, überrede dich, geh runter. Wie war das eben? Ich hab nichts zu essen? Was? Ja. Nee, nicht wirklich. Rotten Flash? Ja, nee. Auch nur 4. Das reicht doch. Ey, ich bin lange in den Höhlen. Ich meine, Christian hat sich damals im Modfix immer nur. Hat sich gefühlt 70 Folgen von Bären ernährt, die eine Viertelkeule gegeben haben. Bescheuert. Ja. Weiß ich, komm, Projekt fängt an, 2 Tage später kommen wir auf den Server, wir haben irgendwie so 70 Milliarden Bärenbüsche um uns herum. Okay. Warte, ich hab schon wieder Holz vergessen. Ich kenne dir das, ihr guckt in der Kiste rein, wisst, ihr wolltet was nehmen, aber habt vergessen, was ihr eigentlich wolltet. Und dann geht ihr immer, macht ihr die Kiste immer wieder zu, geht weg und so, fuck, wieder eingefallen, hier ist wieder zur Kiste und schon wieder. Fuck, warum bin ich jetzt an der Kiste? Das ist mir gerade irgendwie so locker 10 Minuten passiert. Ich finde es eigentlich, wenn jemand in den gleichen bei Discord, wenn man jemand in den anderen Chatroom oder Dingens switcht, hört man es? Nicht. Nee, da wird ja glaube ich nichts angesagt oder so. Ich will mal wissen, was die anderen da so labern. Ach so, heimlich reinsneaken oder wie? Ja. Warte mal. Flying Asian ist eh weg, der ist wahrscheinlich eh AFK, Derikan und Danny sind nur noch da und Danny hat sein Mikrofon ausgeschaltet. Ich glaube, die sind einfach nur stumm. Ich switch trotzdem noch rüber, mal gucken. Ja, switch da rein. So undercover schon mal so rausfiltern, wo die jetzt sind und schon, damit wir die Pläne machen können. Man hört das, ne? Wenn jemand switcht. Ja. Oh Gott, ich war gerade drin, ey. Okay, dieser Derrick Kahn und der Danny, die labern miteinander und zocken miteinander. Okay. Ja. Danny hatte gerade sein Mikro aus. Hey, aber Christian hat gemeint, man hört, wenn man switcht. Aber gerade bist du wieder gekommen und ich habe nichts gehört. Da habt ihr die Sounds ausgestellt. Hm? Da habt ihr die Sounds ausgestellt. Okay. Das war bei mir von vornherein so. Weil ich höre es nämlich. Okay. Diese typische TS. User joined your channel. Nein, nicht das. Ich glaube, bei Discord ist einfach nur dieses Du-Du. Genau. Ah, genau. Das ist wirklich lustig. Ich habe ja sonst über Discord nur über einen Webbrowser benutzt. Mhm. Jetzt habe ich noch was runtergeladen und hier sind die Sounds überhaupt nicht da. Stimmt, bei mir ist Sound auch so nicht da. Also Webbrowser vielleicht, weiß ich nicht. So, Hühner habe ich, Schweine habe ich jetzt gleich auch drin. Fehlen nur noch Schafe und Kühe und die habe ich auch um mich herum. Und Papageien, nicht vergessen. Wenn man die Distance, die Render Distance einstellt, ne, bei dem Shader, ist es dann aber auch abhängig vom Server, ob der das irgendwie zulässt oder geht es trotzdem? Server lässt maximal 9 Chunks zu. Ja genau, du kannst eh nicht mehr als 9. Also dann bringt's ja auch gar nichts. Ja, maximal 9 kannst du mal. Schade, ey, schade. Gold, Redstone. Oh, ich bin an unserem Bedrock-Block. Ernsthaft? Ja. Bis am Bedrock-Spiel durch. Nee, weil wir haben für die ganzen Common-Blöcke, damit kein anderer da hinkommt, so eine riesige Bedrock Block gemacht, dass wir da drinnen mit Spectator reinkommen, aber sonst keiner reinkommen kann. Und jetzt bin ich gerade an dem Block.
Wenn ich mich recht entsinne. Wenn du um den Block rumbaust, da sind sehr viele Diamanten. Das meine ich ja. Ich habe auch gedacht, dass außenrum ein paar Diamanten immer waren. Ich habe eigentlich extra welche, die ich im Block abgebaut habe, wieder außen hingesetzt. Haha, baue mich jetzt einfach außen rum, dann habe ich jetzt auch Diamonds. So, jetzt habe ich Redstone. Ihr seid schon voll die Cheater, ne? Hey, mein einfach. Projekt, ich darf cheaten. Ach du heilige Scheiße. Der Server verbraucht gerade 71 CPU. Krass. Das ist guter Server. Ja, okay, und wir sind RAM, aber jetzt gerade auch nur noch zu 6 drinnen. Wenn jetzt zum Beispiel ja, 10 RAM, drin wären. RAM-Benutzer okay. Von 6 GB, 40%. Ja, okay, ich bin das ist vollkommen klar. Ich bin mal gespannt, wenn ich fingern kann. Fingern? Was? I! Triggern! Achso. Pff, als ob. Ey, komm. Wenn es da irgendwelche Leute drauf gibt, die darauf reinfallen. Man muss eigentlich ich nur kurz Tab drücken und sieht, ob du ein Death hast oder nicht. Ja. Aber ja, noch was, ich war ja jetzt gerade vorhin drüben, na, die wirken wenn arg jung, finde ich. Also das waren schon so. Ist das Kennedy? Ich habe mit ein paar von denen gequatscht. Also, wie kommen die sau jung vor? 16 sollten die sein. Ja, ich glaube, das hat sich. Der Tusch, du warst auch immer versuchen nach Schafen, ne? Ich hab Wolle, keine Sorge, ich hab genug Wolle. Wieso habe ich jetzt 7 Schafe bei mir? Keine Ahnung. Christian, da warst du doch, glaube ich, auch dabei. In Biounterricht damals wurde uns doch so ein. Nein, nicht das Video über die Schafe. Nein, bitte nicht. Bin gerade drauf gekommen, okay. Weil unser alter Biolehrer hat uns irgendwie volles Sodomie-Film gezeigt, mit wo ein Typen mit einem Schaf flankt. Bitte weit. Ja. No show. Und der war, hat uns einfach zugeschaut und hat voll gegrinst, wie wir alle so angewidert sind, und der ist hinten und findet es irgendwie voll geil und lacht die ganze Zeit so. Welcher Lehrer war alles bitte? Der Lott. So ein dünner Spargel, der Typ, der irgendwie alles macht, was man machen kann. Spanisch, und Bio, Chemie glaube ich auch. Englisch. Naja. Englisch weiß ich nicht. Naja, gut. Ich sag jetzt einfach mal Peter und sein Hühnervideo. Ja, okay. Solange keine Nachnamen genannt werden, passt schon. Welcher Peter? Nee, privater. Also. Ich glaube, Christian weiß ja warum, ne? Ich glaube nicht... mal, alle Geschichten, die ich jetzt so höre, kommen so aus privaten Umfeldschule. Ja gut. Ja, ich hatte gerade Fall wegen Peter, dachte jetzt im Moment DB2LP. Nee. Nee, aber den habe ich. Wusstest du, dass ich den vor kurzem deabonniert habe? Hast du nicht gemacht. Ja, aber das passt, da geht mir einfach nur auf die Eier. Beef. Hey, ist auch wirklich so, ne? Ja. Ja, ganz ehrlich gesagt, weißt du, wo ich nur noch, wenn ich Videos über Minecraft oder so gucken möchte, weißt du, wo ich das nur noch mache? Bei? Entweder bei Klaus, Baker oder ansonsten im amerikanischen Bereich. Naja. Beim amerikanischen, die zeigen ja wirklich noch was richtig. Und nicht so wie im deutschen, oh geil, hier, ich bin OP. Das stimmt, aber ich finde, deutscher Minecraft-Bereich ist so AIDS-erregend. Ja. Mit richtig krassen Clickbait, so hier, was weiß ich was. Und dann denke ich mir so, Junge, es ist ein Pixelspiel. Es ist da, um Spaß zu haben und nicht, um, keine Ahnung, auszuticken. So, jetzt mal zu den richtig interessanten Themen. Minecraft mit 4K-Grafik. Schwachsinn. Wer holt es sich alles? Ja, keine Ahnung. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja, wer von uns hat bitte einen 4K-Bildschirm? Nur so nebenbei. Ich. Also nicht Bildschirm, aber ich habe einen 4K-Fernseher. Okay, wer noch? Ich. Echt? Du Jodo bist der Einzige, tja, scheiße gelaufen. Fickt euch, Alter. Ja, was bringt's jetzt in 4K? Was gibt's da großartig für Änderungen? Ich glaube.